du da? Mit dem Gewehr und der verrückten Maske? Dein Atem riecht nach Blut. Und du knurrst wie ein tollwütiges Tier. Willkommen zurück zur weiteren Ausgabe von der Kampagne von Star Wars Battlefront 1 der Classic Collection. Ja, wir sind jetzt als Rebellen unterwegs und werden jetzt die Schlacht von Hoth spielen. Ach, da hab ich doch mega Bock drauf. Das Imperium hat unsere neue Basis auf Hoth entdeckt. Halten Sie sie auf, solange es geht, damit wir die Basis evakuieren können. Verteidigen Sie den Schildgenerator um jeden Preis. Machen Sie die AT-ATs mit den Schleppkabeln. Der Schneegleiter kampfunfähig. Es gibt sogar eine Trophäe, wenn wir das schaffen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Die Wahrscheinlichkeit ist wirklich sehr gering, dass wir hier mit dem Schleppkabel da die Dinger zum Fall bringen können. Ich meine, ich habe es gemacht für die Trophäe, das könnt ihr ja auf meinem Kanal nachgucken. Also, ich habe es einmal geschafft, aber einmal bedeutet jetzt nicht, dass ich das jetzt regelmäßig hinbekommen werde. So, was wir ja machen können, ist, dass wir Sniper nehmen. Als Sniper dezimieren wir halt ein bisschen die Idioten. Als Sniper bist du eigentlich hier ganz gut auf der Map. So, hier, zack, dann legen wir uns hier noch auf die Lauer. Und kümmern uns um die Spackos, da drüben sind sie schon. Oh, Junge. Hier, erledigt. Der ist eingestiegen. Das sind unsere, das sind unsere. Das hier ist ein imperialer Soldat. Der kann nachladen. Verdammt, warum haben wir nur so wenig Soldaten hier? Das ist doch Wahnsinn. So, mit so wenig Soldaten soll man das hier hinkriegen, alles klar. Gute Nacht. Oh, Junge. Hier, zack, gute Nacht. Kurz nachladen. Oh, hier ein Geschütz muss ich wegholen. Schakalaka. Das war ein Treffer. Überlebt noch. Warte mal, hier ist noch einer. Der Typ macht gerade Ärger. Hab dich. Schwere Truppe gesichtet. Und da ein bisschen mehr aus, die Jungs. Boah, hier, zack, bleib liegen. Hab dich. Boah, ich hab nicht mehr so viel Muni. Cool noch. Na, 20 Schuss. Muss reichen. Hab dich. Das hab ich auch gesehen, alles klar, von hier aus. Gute Nacht. Techniker, ach Mann. Verdammt. Warte mal, das ist doch einer von denen. Warte mal. Oh, scheiße. Warte mal. Hab dich. Die wollen das Geschütz? Niemals. Wir kriegen es niemals lebend. Raus da. So. Da. Das ist von uns. Das ist von uns. Okay. Scheiße, toter Winkel. Ah, ich bin tot. Fängt schon mal überhaupt nicht gut an. Hier, Leute, ihr werdet das Ding nicht erobern. Nicht so lange ich noch stehe. Ah, hier. Und ich habe schon gefragt.
Und schon fragt, ich will das Ding hier einnehmen, das wird er niemals schaffen. Nicht während meiner Schicht. Kumpel, du hast mich gerade abgeschossen. Ich will ein bisschen Rache, weißt du? Yeah. Rache ist was Schönes. Wie gesichtet? Hab dich. Fuck, ja, ich sehe ihn, ja. Aber ich hab ihn noch erwischt. Ich hab den Typen noch erwischt, bevor er mich abschießen konnte. Ich muss den Posten halten. Scheint, dass man ja die Dinger noch nicht hacken kann. Das wäre jetzt richtig cool. Ja. Yeah. Er will noch, du willst noch, alles klar. Wir spawnen jetzt die ganzen imperialen Sturmtruppen. Wir holen jetzt einen nach dem anderen hier weg. Bevor die irgendwelche Unsinn auf der Map anstellen können. Ja. Ah! Hab dich. Einer weniger. Habt ihr gut gemacht. Au. Schon gesichert. Yep. Ah! Ah! Schmerz. Aber es sieht gut aus. Wir holen auf. Wir holen auf. Ich bin ja gerade dabei, die ganzen Idioten jetzt zu dezimieren. Wenn es keine Idioten mehr gibt, dann haben wir auch den Krieg gewonnen. Scheiß auf den Shit-Generator. Alter, wird so oder so ein Film, der jetzt zerstört, der Shit-Generator. Hier, erledigt. Yeah. Bagdad, guck mal, Bagdad. Pax verschwunden. Kriegt auch noch, kriegt auch noch. Erwischt. Muni oder ist noch Bagdad dabei? Nee. Hier, irgendwo mitten im Eis und Schnee, die für uns noch ein Duell. Sehr schön. Aber sieht gut für uns aus. Wir holen auf. Wir holen langsam auf. Das ist sehr gut. Aufladen. Der Schuss dauert zu. Der ist so arschlangsam. Treffer versenkt. Und Treffer versenkt. So. Traut euch, komm zu mir. Schauberg 8. Nimm's Kirchen. Traut euch, komm zu mir. Erwischt. Du willst auch noch bestimmt nicht, wa? Ich bin nur geschossen, das habe ich gemerkt. Lass mal den Snapper erledigen. Snapper erledigt, wunderbar. Da geht auch noch, da geht auch noch. Erlegt. Welche ist sie? Das ist schlecht. Gut, jetzt erstmal abgelenkt. Was war das denn gerade? Ich bin ordentlich geflogen. Warte, wir holen richtig auf dieses richtige. Wir werden gebrannt, wir werden gebrannt. Geh mal aus dem Weg hier. Muchacho, darauf reite ich jetzt. Obwohl es ein ziemlich Selbstmordkommando werden könnte. Zweck! Gut, wir gehen da rein, wir gehen da rein. Das sind die Bösen. Gute Nacht. Nochmal Bösewichte. Naja, one way, renn weg. Ich bin ausgestiegen. Repariert das schon wieder, das ist gut. Dann erstmal hier im Schützengraben. Das ist unser. Die Abgrenzung, der Schickgenerator wird gehalten. Wurde zwar unterstützt, aber egal. Wir haben wieder AT-ATs. AT-ATs sind nie gut. Nimm das, Schneetruppe. Nimm das, komm. Drauf da, drauf da. Der nächste angerannt, mit der Fahne in der Hand. Einland. Ja, nicht so dran gehen, nicht so dran gehen.
Ja, dieser Hund ist ganz doll lieb. Erwischt. Jetzt vorsichtig sein. Komm mal hier. Ja, gesichtet. Lebt kriegt er mich nie. Na gut, ich doch nicht leben. Hier, ein paar Granaten. Fliegt damit. Grenade, genau. Ja, die ist auch noch. Ja, so. Gesichtet. Und gesichtet. Verlieren viele Einheiten, das ist prima. So, ich habe mich jetzt hier weiter vorangekämpft. Ich will diesen Kommandoposten jetzt einnehmen. Au! Jemand ist hier sehr präzise. Gib mir den ATST! Ja, wäre geil, wenn ich das Ding jetzt erobert hätte. Hey, jetzt gefeiert. Für die irgendwelche Kommandoposten. Attacke. Hier. Einen ganz großen für dich. Hier. Dein Kumpel auch hier. Guck mal. Oh, scheiße. Der ist ja schon Betrieb. Deckung. Ich werde gerade vom Snap abgeschossen. Das Böse bist hier arschlangsam noch im ersten Teil. Erst ab dem zweiten Teil gab es die Rolle dazu. Wir werden sowas von gewinnen. Okay, gut, wenn man jetzt den Film gesehen hat, weiß man genau, ich sitze nicht unbedingt als Sieg zu verzeichnen, die Flucht von Hoth. Schau, ich komme zu mir, ein Schatter gehabt. Ich sehe den Snapper da drüben, ich will noch erschließen, keine Sorge. Ich sehe ihn. Erwischt. Sieht auch noch. Jemand ein Medipack für mich? Hey, du da, Medipack. Danke. Danke, Kumpel. Genau das, was ich haben wollte. Noch 13 Klonen. Okay. Ja, beziehungsweise Sturmtruppen. Luke Skywalker. Guck mal, das ist Luke Skywalker. Der macht jetzt auch fertig. Das ist cool. Mark Hamill, AK, Luke Skywalker. Das Ding hat noch intakt, wir gucken mal. Hey, das geht sogar noch. Kämpfen sie mit ihren eigenen Waffen. So Leute, erobern wir die Kommandoposten, ich gebe euch Deckung. Wir erobern das Ding jetzt hier ganz entspannt. Hey, Luke, alte Socke. Geht's dir gut, Mann? Luke Skywalker, Alter, das ist Luke Skywalker. Der große Held der Rebellion. Persönlich. Sehr schön, an der Seite von Luke Skywalker haben wir das Ding eingenommen. Jetzt können wir das Ding eigentlich auch benutzen. Also ich glaube nicht, dass wir den AT-AT noch benutzen können, aber wir nehmen jetzt den AT-ST. Das sind ja so diese mobilen Zentralen, wovon die immer wieder spawnen können. Der letzte ist da drüben, oder? Überhaupt Schaden dagegen? Ich weiß nicht. Es gibt noch ein paar Leute, die jetzt hinreiten. Wir können mal ein Lied dahin machen. Aber ich weiß nicht, ob wir eigentlich Schaden machen. Kann sein, dass wir überhaupt keinen Schaden machen. Kann ja sein. Ein ATST gegen AT-AT. Ich weiß genau, ihre Schwachstelle ist am Hals. Also gehen wir hier zur Seite. Machen ein bisschen den Hals kaputt. Hier, der Hals, das ist nämlich der Schwachpunkt bei denen.
Schon drauf da. Immer auf den Schwachpunkt, immer auf den Schwachpunkt. Bin so, bring ihn noch zu Fall, bring ihn noch zu Fall, Kumpel. Hier sind die letzten beiden drin und wir müssen da ganz dringend Schaden machen. Machen zwar niemals einen Schaden. Aber ich sag mal so, wir ziehen die ganze Zeit immer auf den Schwachpunkt. Der Schwachpunkt ist wie der Hals. Wegen diesen ganzen Gummigedönse. Kommt das Feuer, das zum Gott, weil wer schießt denn noch überall? Sieg auf ganzer Linie. Wer? Ja, sehr schön. Kann man doch stolz drauf sein. Es befinden sich nur eine kleine Garnison des Imperiums in der Wolkenstadt. Es wird Zeit, die Stadt zu befreien und die Tibana-Gasminen für die Allianz zu sichern. Es gibt viele ideale Standorte für unsere Scharfschützen. Wookies sind starke Verbündete. Setzen Sie sie weise ein. Ich mache Sniper. Aber ich Sniper. Sniper sind cool. Hast du mal den weißen Helm, beziehungsweise weißen Rüstungen, da fallen die doch super wunderbar auf. So, zack. Oh, okay. Ja, wir haben die Kommandos direkt hier. Das bedeutet, wir müssen das Ding schnell erobern. Boah, scheiße. Und so viele Leute, ich brauche Unterstützung. Unterstützung! Wir müssen das hier einnehmen. Hier, schnell den Kopf zielen. Weg da. Erwischt. Oh, scheiße, tut mir leid. Ich dachte, ich doch gerne. Boah, scheiße. Erwischt. I see the people. Oh, fuck. Vorrücken und halten. Seated people. Ran an den Speck. Ran an den Speck, Leute, ran an den Speck, los. Hat einen riesen Schuss abbekommen. Bah, Sturmtruppen gesichtet. Schmeiden wir Kortposten einzunehmen, weil ich brauche ein bisschen Unterstützung hier. Fuck, Granate rollt. Ich werde das Ding jetzt mal hier erobern. Knappe Kiste. Ich will ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Ich sehe noch ein paar Sturmtruppen. Gute Nacht. Bagda. Sturmtruppe gesichtet. Moment, Bagda. Den Speck. Essen zeitig. Den sehe ich keine mehr. Sehr gut. Das wird wir jetzt hier weiter. Da oben müssen wir reinnehmen. Komm. Ja, ich glaube, wir können die Schlacht nicht gewinnen, indem wir sie alle kaputt machen, sondern wir müssen dann Menschen den schnellen Kornposten einnehmen. Aber wir haben einen Unterschied von 50 Leuten. Das ist sehr schlecht. Vom siehst du doch am Anfang, hey, hier sind nicht so viele. Ist nur eine kleine Garnison. Ah, nur eine kleine. Sind nicht so viele. Jetzt haben wir solche Probleme. Buki, komm hier rüber.
Wenn es losgeht und alle Kommandoposten... Ah, wir verlieren gerade einen Kommandoposten, das ist schlecht. Ja, Cargo Freezing Chamber. Das war irgendwo unterirdisch gewesen, nicht wahr? Ich bin auf dem Weg, das zu erobern. Oh, Alter. Snap haben sie auch hier, aber sehr gut. Snap, ich glaube, du hast mich damit geschossen, kann das sein? Cargo Freezing Chamber wird sofort eingenommen. Das ist da, wo der Typ gerade hockt. Er kackt vermutlich gerade auf die Schuhschwelle. Hat sich ausgeschissen, wa? Wir werden das Ding sofort einnehmen. Los. Boah, Alter. Jetzt werden es, wir werden immer. Alter, wir sind viel zu wenig Leute. Das ist doch irre. Ja, ja, du hörst was. Ich habe auch, hab das gehört. Da unten. Ah! Oh, Junge. Cargo Freezing Chamber. Ich glaube, da drüben können wir auch dorthin kommen, oder? Jetzt von hier aus und dann gehen wir dann links rum. Das muss gleich klappen. Cargo Freezing Chamber. Doch, da vorne da links abbiegen. Hier. Die Rolle. Mir fehlt die Rolle. Aber die gab es ja erst im zweiten Teil. Ja, Cargo Freezing Chamber ist genau hier. So, Kumpel, weg mit dir. Ja. Ah, Sniper, Sniper. Fuck. Ja, ja, der hat es auf mich abgesehen. Ja. Sniper Elite wurde mir aufgeballert. Ja. Alter Schwede. Das ist ein viel zu weiter Weg. Es muss doch hier irgendwo eine Abkürzung da reingeben zum Freezing Chamber. Cargo Freezing Chamber. Ey, kann sein, dass wir auch da nie wieder hinkommen. Das wäre jetzt richtig blöd. Aber fuck, hier oben gerade die nächsten Kornposten. Das ist schlecht. Die wollen es wirklich unbedingt wissen, das Imperium, ne? Die wollen es gerade unbedingt wissen. Na, 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 na. Na, 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 na. Geh nach, Kumpel. Meine Idee ist, wir müssen halt so viele Kills, wie es nur geht, halt machen. Ja, ja. Gute Nacht, ich brauche den Medipack. Boah. Lass sie das nicht so hören, ne? Wenn die merken, dass wir verwundbar sind, dann zeigt das Schwäche. Cargo Freezing Chamber! Wir müssen oben wieder die Grandposten erobern. Vielleicht können wir dann auch ein paar anständige Kills machen. Leute, lass uns mal nicht so aufreiben hier. Was ist denn das hier? Cargo Freezing Chamber, da war ich doch gewesen, Mensch, egal. Okay, von links oder von rechts, egal, wir gucken mal da lang. Wir können ja so weit die Granate werfen, können wir irgendwie nicht. Ja, wir rollen gefühlt die Granaten bloß. Ja, Granate. Wir kommen jetzt rechts rum, wir kommen jetzt von rechts. Na. Warte, hier yeah, erwischt. Unterschied von 30 Leuten. Ich glaube, das kriegen wir noch hin. Wenn wir jetzt hier fleißig weiter killen, dann können wir, glaube ich, noch den Ausgleich schaffen. I see dead people. Bagdad, gib her. Danke, nehme ich gerne. Sniper, weg damit. Ja auch. Sehr gut. Haben wir noch erledigt.
Ich brauche ganz dringend, Medipack hier. Medic, hab doch Bug da. Scheiße. Sind ein paar zu viele. Vielleicht, wenn mich hier ein Schuss trifft. Alter! Wir haben noch eine Schicht von 30. Wir müssen den Ausgleich schaffen, Junge. Ausgleich, Ausgleich. Wir müssen ganz, ganz dringend Ausgleich schaffen. Junge! Da drüben sind Gegner, schieß dahin. Das ist nur ein Unterschied von 30, das wohnt mich. Ich meine, klar, am Anfang war ein Unterschied von 50 gewesen, jetzt von 30, aber trotzdem. Was ist denn das denn hier? Das ist belastend. Ja, gute Nacht. Wir müssen ganz dringend ganz, ganz viele Kills machen. Ja, Sniper. Ja, ich weiß, warum die hier so viele Kills machen, weil die so viele Sniper haben. Ja, ich will einen Sniper weniger. Ich lauf gleich noch hin. Oh, scheiße. Warum schieße ich nur daneben? Ach, ist unser. Okay, deswegen. Alles klar. Wie ich jetzt gesagt haben. Ach, scheiße. Medic! Ich brauche Medipack! Pflaster! Irgendwas! Okay, wir können den Ausgleich noch schaffen. Ah, von hinten zählt nicht! Das sage ich jedes Mal, Abschlüsse, die von hinten erzielt werden, die zählen nicht. Ja, yeah, gute Nacht. Du auch, gute Nacht. This is like a tough for me, so everybody, let's follow me. It's a really little controversy, so you can feel so empty without me. Ja, Junge, yeah. Ja, das ist nur für Munition da, aber nicht für Heilung. Es sieht der People. Nur ein bisschen überlegen. Und das Doppelte. Sind die noch im Kommandoposten ein? Das ist doch furchtbar. Nehmen wir die da drüben die Kommandoposten ein. Oh, wie wird geschossen? Moment, da. Ja, gerichtet. Da, da, die möchte ich erobern. Gib her. Fuck, fuck! Von wo hat der geschossen? Von wo hat der geschossen, der Sack? Wo hat der geschossen? Irgendwo, von irgendwoher muss der geschossen haben. Du hast doch bestimmt noch nicht geschossen, oder? Kann das sein? Vier Gegner. Doppelt, wir sehen nur doppelt überlegen, aber mehr auch nicht. Ja, auf die Geräuschkulisse kannst du dich eigentlich verlassen. Ja, die Frage ist, von wo aus schießt der Typ? Da, gesichtet. Du hast der Luft geschossen, der Sack. Von hier oben aus irgendwo. Es sind eben noch drei übrig, drei Stunden. Okay, jetzt läuft schon ein Countdown runter, also im Prinzip haben wir gleich gewonnen.
Krieg ich den noch? Yep, den krieg ich doch noch. Hier. Guten Tag, Kumpel. Sieg auf ganzer Linie. Der eine Einzelne konnte uns nicht aufhalten. Oh Junge, da fraß ich manchmal. Aber es war ein knapper Sieg, muss ich dazu sagen. War ein sehr, sehr knapper Sieg. Das ist geil. Da können wir hier auch mit den Jägern können wir auch fliegen. Das wird geil. Die Wolkenstadt wurde zurückerobert. Doch jetzt müssen wir die Minenplattform sichern. Vergessen Sie nicht, dass ein Pilot automatisch Hilfsfahrzeug repariert, das er gerade steuert. Mit dem Jäger können Sie den Feind von hinten angreifen, wie wir das machen werden. Ja, das ist nämlich so ein Effekt, den die Piloten nämlich haben, dass die automatische Dinge reparieren, womit die halt fliegen. Das ist sehr praktisch. Deswegen werden wir uns hier irgendein Schiff holen und dann hier alles wegbolzen. Einfach dacker, dacker, dacker. Das macht halt Spaß auf diesen Plattformen. So. Ich hoffe, hier gibt's ein... Hier gibt's nur ein Geschütz. Warte mal, da oben, da oben. Da sehe ich doch was. Hier. Y-Bomber, warum nicht? Mal wieder an die Steuerung hier dran gewöhnen, das hat alles. Das ist uns, aber ich kann ja von den Gegnern gar nicht umsonst zerbomben. Oh, fuck. Yeah. Erwischt. Kaputt. Wow, scheiße. Landen, landen, landen. Ich steig hier aus. Ich hab dich ein Dreieck gedrückt, Mensch. Gönn mir das doch. Die Schreibbombe sind vielleicht auch ein bisschen träge und langsam. Aber hier irgendwie ein X-Wing. X-Wing wäre jetzt vielleicht gar nicht mehr so verkehrt. X-Wing? Da ist halt. Oh Mann, den würde ich aber nehmen. Da drüben ist auch gerade einer abgehoben. Ach Mann. Ja, toll, ich bin trotzdem gerade enttäuscht, weil mir jetzt gerade das durch die Lappen ging. R2D2, ich brauche hier mal schnell einen X-Wing. Ja, toll, da drüben stehen jetzt oder was? Soll ich hinlaufen? Alles klar. Bin schon auf dem Weg, bin schon auf dem Weg. Überlass das Bier. Hebt nur nicht ohne mich ab, sonst bin ich eingeschnappt. Ganz doll eingeschnappt, versteht sich. Ich bin noch ein sehr, sehr nachtragender Mensch, wie ich immer gesagt habe. Hier. Gut. Hier. Ah, daneben. Ah, scheiße. Ist vielleicht nicht so gut gelaufen. Aber an sich ist eine solide Map. Doch. Und da gibt es noch so eine ewig lange Brücke, wo man sich wirklich krasse Schlachten liefern kann. Ich glaube, ich werde mal kurz zur Brücke rübergehen. Das könnte sehr interessant werden. Weg, ich bin schon auf dem Weg, ich bin auf dem Weg, keine Sorge. Das gehört uns, das ist prima. Jetzt aber auf die Brücke. Boah, Junge. Hier, diese ewig lange Brücke mit den ewig langen Kämpfen. Obwohl, warte mal, hier sind gar keine Imperialen mehr. Okay, die haben erobert, sehr gut. Möchte ich auch nichts gesagt haben. Nee, wir haben Lauf. Ah, hier, guck mal. Hier, die ewig lange Brücke, die ewig lange Brücke. Hier. Ah, Scheiße. Das war mal erwischt. Warum bist du runtergefallen? Hier kommt wieder auf die Brücke, hier kommt wieder auf die Brücke. Nicht hinlegen, nicht hinlegen. Obwohl, ich bin Deckung gegangen. Boah!
Bagdad, gib her. Bagdad schafft es gegen Carrier. Sniper, zu viele Sniper. Wir werden uns niemals besiegen. Ihr werdet uns niemals besiegen. Bagdad? Das packt er für mich. Scheiße. Ja, hier sind was viele, hier sind was viele, hier sind was sehr viele. Loading. Hier. Bisschen packt er denn verkehrt? Hier, Granaten, Granaten, machen wir welche? Nee. Take cover, ich ticke gleich aus, wenn ich keinen Bagdad kriege. Haben wir gerade so viele Medics, aber keiner durfte irgendwie mal Bagdad. Okay, sehr gut. Geht doch, das geht doch. Nee, er war schon drauf da, immer drauf da, genau. Das gefällt euch, was? Ja, dachte ich mir. Nur in der Gemeinschaft wird euch stark, genau. Vorrücken. Abgesucht, das lief. Warum? Da lang. Oh, jetzt einmal die Merkel-Raute. Wir schaffen das. Du kommst nicht vorbei. Blöd, Mann. Du kommst nicht vorbei. Ja, komm schon. Sniper ein bisschen erwischt. Egal, Deckung, Deckung, Deckung. Ja, das gefällt mir auch, ne? Deckung. Hat sehr gut aus. Scheiße. Geile Stellung, geile Stellung. Sniper, der hat's genau auf mich abgesehen. Der Sack. Sag dich doch, sag dich doch. Der Sniper-Elite hat's genau auf mich abgesehen gehabt. Deckung, Deckung. Was wird denn das hier, wenn es halt hier ist, ne? Ah, ich hab doch gefragt, was wird denn das, wenn es halt hier ist. Ich glaube, es war einer von uns gewesen, der mich gerade erledigt hat. Warte mal, falsche Richtung. Ne, Leute, was wird denn das hier, wenn es halt hier ist, ne? Ein paar Karten, ja, warum nicht? Der Sniper ist richtig gut bei denen. Ohne Posten gehen wir Plunder am Park hinter denen gewesen. Drauf da, drauf da, drauf da. Das kommt wunderbar. Ich dachte, ich könnte noch ein bisschen draufbolzen. Belzen, bolzen. Alles das gleiche hier. Warte mal. Fuck, ich rücke vor. Ah, warum haben die auch so blöde Sniper? Bin ich sauer. Hier. Ah, Deckung. Deckung. Hier, Granate.
Hey, der Kill gehört mir. Nacht. Granate, Granate, hier. Ah! Wirkt bis jetzt ganz gut, wenn man mich fragt. Guck mal hier, sind noch 14 imperiale Sturmtruppen und guck mal hier, wie viele noch sind. Wirkt gerade richtig geil. Hey, da liegt sogar noch mal ein Leichnam, cool. Ah, die behinderten Vollspackos. Warte mal. Da hinten sind die. Okay, gut, aber stumm vor, Mann. Man muss die Granate auch fallen lassen, Mensch. Der hat das Ding nicht mal geworfen, der ist einfach nur fallen lassen. Warum? Acht. Von denen übrig und alles ein Sniper nicht, oder? Naja, fast. Danke, das musst du meilen. So. Ja. Wir treffen diesen Sniper nie. Sniper legt. Vorrücken. Einer ist übrig. Okay, von mir aus. Vorrücken, Leute, vorrücken. Und keine Kommentare, wir gehen nicht zu McDonald's, nein. Du bist heute zu McDonald's. Wir gehen schon zu Subway, genau. Jetzt der Kommandoposten, der gehört natürlich uns. Wer will es drauf ankommen lassen? Ne? Wir halten hier die Stellung, Leute. Die werden uns niemals besiegen! Unbesiegt! Bin vom Besten vertrieben. Welche Schlag kommt als nächstes? Endor, wenn ich das höre, oder? Endor, perfekt, als ob ich es gewusst hätte. Wir müssen den Schildbunker zerstören, damit die Rebellenflotte eine Chance gegen den neuen Todesstern hat. Die Ewoks wollen sich unserer Sache anschließen. Passen Sie also mit Ihren Waffen auf. Vernichten Sie den Schildbunker, indem Sie die Kommandoposten in seinem Inneren zerstören. Vergessen Sie aber nicht gleichzeitig alle imperialen Einheiten auf der Karte auszuschalten. Ja klar, komm mal. Das wird spaßig. Mit den Wookies, das wird wie, als ob wir hier eine Kindergeburtstagsparty schmeißen. Die quietschen nämlich auch wieder so rum. Keine Ahnung. Död. Und dran an den Speck. Ja, ist noch ein Weg. Wir haben wieder einen Unterschied von 50 Leuten. Alter, ich fühle mich komplett verarscht. Wir sind hier immer in der Unterzahl, wenn wir hier das Ding beginnen. Da oben, gesichtet. Warum bist du eine Granate? Du hast das Ding umgeschmissen. Das bringt dir doch keine Vorteile. Ah, Imperator, Blödmann gesichtet. Au, da drüben sehe ich mich nicht. Da ist einer, der hat mich geschossen. Von hier oben aus, vom Baum aus in die Zange. Das ist meine Leute, das ist perfekt. Dann können wir hier schon mal die Kommandoposten einnehmen. Und ich gehe mich nur mal ein bisschen heilen hier, beim Heilungsbot. Oh, scheiße. Die Kommandoposten mit uns. So, oh, fuck, Deckung. Oh, nicht hinlegen. Scheiße. Wenn Pech haben, ist der Kommandoposten gleich weg. Wir umkämpfen ihn, wir
Hier ist hier Granaten. Hab dich. Fliegen. Bleib liegen. Bleib liegen. Du auch. Können wir das kurz nachladen? So. Da drüben irgendwo, alles klar. Gesichtet. Gesichtet. Scheiße. Erledigt. Erledigt. Penner, Penner. Hier gesichtet, gesichtet. In erhöhten Talentex, aber trotzdem 7 Steam wäre ein Sturmtruppen. Warum auch immer. Boah, ATST, da hab ich jetzt echt keinen Bock. Yeah. Ah. Oh. Der ATST hat mich sogar getroffen. Ich dachte, ich wäre hier ein bisschen in Deckung. Schon, Bus bauen. Wir haben den Kommandoposten verloren. Leute, was stimmt da nicht? Aber der ATST kann ja nicht mehr auch überall sein. Du willst? Alles klar, komm her. Oh, scheiße, Dreck. Leute, habt ihr Medipack für mich? Warte, da drüben liegt ein Medipack, oder? Jetzt fahren die auch noch auf diesen Dinger hier entlang. Ganz wild, ganz wild, ganz wild. Jetzt kommt er um die Ecke. Ah, das war's für mich. Aber egal, wir schlagen die gut zurück. Wir schlagen die gerade sehr gut zurück. Ah, Penner, lass mich doch erstmal hier in Ruhe spawnen. Du Lappen. Kneifen sie die Arsch, backen zusammen und scheißen sie für goldene Manschettenknöpfe. Ja. Ah, Penner. Den Kommandoposten halten. Die wollen natürlich jetzt erobern, das kriegt er nicht hin. Ihr werdet uns niemals besiegen! Geht doch. Hey, wir sind schon auf dem Weg, Kumpel, alles gut. Ah, scheiße. ATST gesichtet, das ist jetzt nicht so spaßig. Ah, du Penner! Ey, das ist... Moment, da drüben wurde geschossen. Yep, das war der Idiot, alles klar. Vor allem haben wir keine fetten Panzer oder sowas dort, ey. Okay, gut. Hatten die Rebellen im Film ja auch nicht gehabt, aber trotzdem. Weil die imperialen Sturmtruppen, die haben hier alles. Wir haben die Speeder, die haben ATST, die haben hier alles. Was haben wir? Wir haben Airbox. Die gefühlt nichts machen. Jetzt mal ernst, die quietschen die ganze Zeit nur rum. Da machen wir effektiv nichts. Das ist wie so eine Kindergeburtstagsparty, so quietschen die halt rum. Naja, Ficker. Ficker Spacko war das. War das ein L. Nee. War sogar ein Typ auf dem Speeder. Läuft bei dir. Ja, ich bin auf dem Weg, Mann, den Schubbungen zu erlegen. Mach mal keine Sorgen hier. Sieht gerade sehr gut aus. Wir schlagen die sehr gut zurück. Yeah. Das ist doch nicht gut. Dass wir überrannt werden, das soll natürlich nicht.
Yeah, mein Guter, yeah. Ein bisschen daneben geworfen, mein Guter. Den ATST lege ich mir natürlich nicht an. Oh, hey. Ja, wieder hier, es gefällt dir doch. Get down. Deckung, Deckung. Warte, Sturmtruppe gesichtet. Ah, von hinten läuft bei dir. Von hinten. Kills von hinten, die zählen nicht. Das hieß aber auch nicht kapieren, dass wenn man Leute in den Angriff, dass es nicht zählt. Sogar nicht, wenn jemand mit dem Panzer ankommt. Soll mal kacken gehen, um auf ihr Leben klarkommen. Yeah. Das gefällt dir, was? Ja, ja, ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich. Boah, ey, ich wollte gerade den Bug da nehmen, du Spacko. Dein Arsch gehört mir, ich mach dich jetzt richtig schon fertig. Boah, jetzt aber. Aber wir können nicht mal sprinten. Wenn wir sprinten können, um schnell voranzukommen, dann wär's cool. Da, Bagda. Im Spielenkampf hat's mich ein bisschen erwischt. Natürlich, der Typ bleibt, ist der gleiche, den ich vorhin erschossen hatte. Was ist denn da verkehrt? Jetzt will ich wütend. Jetzt will ich den Typen aber auch leiden sehen. Verhält der sich? Chuck Norris oder was? Ja, yeah, Kumpel, ja. Yeah. Penner. Ja. Yeah. Wieso denn? Der Typ hat mich von hinten erledigt. Jetzt habe ich den Typen von hinten erledigt. Also, bin jetzt ausgleichende Gerechtigkeit, wenn ich frage. Sparker, warte kurz. Ah! Ja, before you go, go. Oh, scheiße Granate. Warte mal, den können wir, warte mal, den können wir nehmen. So. Ihr habt mich damit geärgert, jetzt ärgere ich euch damit. Wake me up before you go, go. Keep me hanging like a yo-yo. Wake me up before you go, go. Leave me hanging like a yo-yo. Schon auf dem Weg, Leute. Schon auf dem Weg. Nimm auch den Kampfläufer, komm. Da wird's richtig spaßig. Wenn jetzt hier jeder so einen Kampfläufer nimmt, das wird richtig toll. Ich lade kurz nach, so. Alles gut bei euch? Dirk. So, auf zum Bunker. Wir zerstören das blöde Ding. Ey, ich wollte das Ding eigentlich noch kaputt machen, aber okay, gut. So geht's natürlich auch. Ich glaube, damit sind wir jetzt eigentlich durch, oder? Yep. Sehr schön, meine Lieben. Ja, damit sind wir hier mit der Eroberung bzw. mit der Kampagne vom Galaktischen Bürgerkrieg fertig. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, je nachdem, was ich machen werde. Bis dann würde ich sagen, passt euch auf, bis gut, meine Freunde. Ciao. Activate.